mit richtig guten Haushaltsgeräten geht es jetzt bei uns weiter. Und als ich hier gerade ins Studio reinmarschiert bin, habe ich festgestellt, hier sieht es aus wie entweder bei den berühmten Hempels unterm Sofa. Ich festgestellt, hier muss mal dringend gesaugt werden und auch die Fenster bzw. die glatten Flächen hier bei uns im Studio, gerade in dieser Set-Anordnung, haben es mal wieder ordentlich nötig. Das Wochenende hat seine Spuren hinterlassen. Aber ich möchte wetten, dass ich Ihnen aus der Seele spreche, wenn ich sage, dass nicht jeder Bock hat, diesen blöden, schweren Staubsauger immer von Pontius nach Pilatus zu schleppen und von jedem Raum zu Raum immer wieder zu gucken, wo ist die nächste Steckdose. Bei mir ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen zeigen wir Ihnen zwei fantastische Modelle. Ein Modell, was nur saugen kann. Ein zweites Modell, was auch noch einen tollen Wischaufsatz mit drauf hat, also auch für glatte Flächen perfekt geeignet ist. Wir werden einiges zeigen, wir werden einiges sehen, Rebecca, aber wir werden eins nicht sehen und das sind Kabel. Ja, das stimmt. Das ist nämlich der absolute Vorteil eines Akkuzyklonsaugers. Und ich würde mal sagen, Carsten, wenn du dich so beschwerst, bitteschön, mach doch einfach mal Silber. Ich sollte endlich mal lernen, meine Klappe zu halten. Ja, oder? Dann lebt es sich leichter. Ja, ja, aber guck mal, Moni macht es ja hier schon perfekt. Ich mach mit, dann sind wir schneller fertig. Richtige Einstellung hier. Ja, du hast es eben gerade gesagt. Also Stufe der absolute Pluspunkt an einem Akkuzyklonsauger, wie wir ihn hier haben, ist, dass sie keine Kabel mehr haben. Und dieses lästige Umstecken, ne? Hinknien, reinstecken, aufstehen, saugen, dann zum nächsten Raum gehen, wieder den Stecker ziehen und so weiter und so fort. Sie kennen das Spiel. Und wenn Sie noch so einen kabelgebundenen Sauger haben, dann brauchen Sie den nicht weiter benutzen. Am besten hier jetzt direkt in dieser Sendung sich für einen Akkuzyklonsauger entscheiden, denn das ist Flexibilität. Das macht es so einfach, dass sogar Carsten Lust bekommt, hier komplett durchs Studio zu wandern und hier komplett sauber zu machen. Und hier hättest du doch schon das erste Problem. Hier deswegen zeige ich das natürlich, dass man wirklich durch einen kompletten Raum laufen kann. Auch mal die Treppe rauf oder mal den Raum weiter, um den Tisch rum, um das Sofa, um die große Palme drumherum, ohne dass man den halben Tisch abräumt. Mhm. Sie kennen das, Sie haben eine Flasche Wasser auf dem Tisch stehen, ziehen das Kabel drüber und bombs, ist das Malheur passiert. Ist doch fürchterlich, ja? Also ich find's eine fantastische Angelegenheit. Und selbst wenn man von mir aus das Ganze einigermaßen unbeschadet hinbekommen hat, spätestens nach ein paar Metern oder sowas, spätestens im Flur, ist es dann schon wieder passiert, da reißt man das Kabel aus der Wand raus. Das muss nicht sein. Wir haben hier einen kabellosen Staubsauger, der darüber hinaus auch noch mit einem Finger zu tragen ist. Beutellos, Zyklontechnik, also mit allem Schnipp und Schnapp. Und ich finde das Saugergebnis aus der Sicht eines Mannes, ich hoffe, du unterstützt mich jetzt, finde ich durchaus brauchbar, oder? Absolut. Und da kannst sogar du hier das ganze Studio mit ganz einfach in 0,0 sauber ich komme wieder nach vorne. Machen. Und das ist es halt, ne? Haushalt ist eine lästige Arbeit. Aber diese Arbeit muss gar nicht so lästig sein, wie sie aktuell bei Ihnen ist. Einfach den Akkuzyklonsauger hier bestellen. Wie gesagt, wir haben noch eine weitere Alternative für Sie hier im Sortiment. Und dann geht das richtig einfach. Ein Akkuzyklonsauger hat aber noch viel, viel mehr Vorteile. Zum Beispiel kennen Sie wahrscheinlich auch diese Problematik bei herkömmlichen Staubsaugern, dass Sie immer wieder passende Staubsaugerbeutel nachfüllen müssen. Und das ist so ein Punkt, da stehe ich dann immer im Supermarkt und stehe vor dem Regal, sehe die gesamte Vielfalt an Staubsaugerbeuteln und weiß immer nie, welcher denn jetzt der richtige für mich ist. Das ist passé hier. Und jetzt überlegen Sie sich mal, Sie sparen Geld und Sie schonen auch die Umwelt, weil Sie keinen Staubsaugerbeutel mehr brauchen. Hier, der Carsten zeigt es hier jetzt mal. Sie haben hier ein Behältnis, ein Akkuzyklon-Filtersystem. Einfach hier öffnen, das geht super einfach. Und dann über den Mülleimer ausleeren. Und schon haben Sie allen Staub hier beseitigt. Wieder zu und fertig. Ich habe es jetzt mal nicht umgekippt. Ja, wir haben gerade gesaugt hier. Also dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Aber es ist wirklich schon faszinierend. Ich finde ihn aus verschiedenen Gründen unglaublich praktisch. Zum einen kabellos. Finde ich großartig, dieses blöde Kabelgedönse. Mein Staubsauger zu Hause dreht sich ja noch immer rum und fällt dann immer auf den An- und Ausknopf. Stimmt. Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Blumen, wie viele Wasserflaschen, wie viele Gläser ich schon abgeräumt habe mit diesem blöden Kabel. Und ich habe wenig Steckdosen. In den 60ern gebaut das Haus. Ich muss also dauernd umstecken. Ist fürchterlich. Ja. Hat man hier alles nicht mehr, weil man ein akkubetriebenes Gerät hat. Es ist kraftvoll auf zwei Stufen einstellbar. Ich weiß nicht, ob Sie es eben gesehen haben, auch mal eben unterm Tisch, unterm Sofa, unterm Bett. Du kommst da wirklich überall hin. Ja. Und jetzt habe ich ihn natürlich, klar, beutellos, finde ich ganz hervorragend. HEPA-Filter, also auch für Allergiker bestens geeignet. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist oder ob es euch aufgefallen ist. Ich habe jetzt mal das lange Bodensaugrohr abgemacht
und habe jetzt hier mal eben schnell in Windeseile einen genauso starken Staubsauger als Handstaubsauger in der Hand. Das ist der absolute Clou hier an diesem Gerät. Und dazu kommen auch zwei Aufsätze. Einen Polsteraufsatz, den ich hier gerade in der Hand halte. Und Carsten hat jetzt hier den Fugenaufsatz, den er auch ganz einfach umfunktionieren kann zu einem Fugen- und Bürstenaufsatz. Und dann haben Sie alles Passende hier dabei. Und das ist jetzt vor allem für so Kleinigkeiten super praktisch. Ne? Sie haben vielleicht einen schönen Filmeabend gemacht, haben jetzt das ganze Sofa voller Chipskrümelchen. Dann können Sie die ganz einfach hier unkompliziert aufsaugen. Oder denken Sie zum Beispiel mal an Ihr Auto. Wenn Sie ein Kfz zu Hause haben, dann werden Sie das auch kennen, dass es einfach viel zu lästig ist, immer zur Tankstelle zu fahren, da eine Münze einzuwerfen und noch dafür zu bezahlen, dafür, dass Sie Ihr Auto aussaugen. Oder mich aufsaugen. Und so einfach ist das. Und das ist halt eben hier der super, super Vorteil. Ich habe, und du hast es gerade eben auch am Rande erwähnt, ich habe die gleiche Saugleistung wie bei einem normalen Staubsauger. Also das kann kein normaler Handsauger, den ich bisher kennengelernt habe, mit einer Leistung eines richtigen Saugers. Und das ist hieran so fantastisch. Übrigens, auch wenn wir den Sauger wieder als Ganzes betrachten, haben wir hier eine rotierende Bürste auch mit dabei. Also die ist auch erwähnenswert, weil die nochmal zusätzlich für bessere Reinigungsergebnisse hier sorgt, weil sie zusätzlich zum Beispiel gerade bei Teppichfasern ideal auch Haare etc. rauskämmen kann, sag ich jetzt Katzenbesitzer seien an dieser Stelle ganz besonders gegrüßt, auch Hundebesitzer. Bleibt nämlich nicht aus, dass die Tierchen gelegentlich mal Haare verlieren. Bei uns Menschen ist das mit den Jahren ja nicht anders. Bei den Tieren fällt es nur einfach etwas intensiver auf. Und da ist natürlich so eine rotierende Bürste großartig. So, jetzt reden wir hier von noch nicht mal 86 Euro. Also ich habe schon deutlich mehr Geld für deutlich schlechtere Staubsauger ausgegeben. Liebe Rebecca, ist so ein Spitzenpreis hier, oder, den wir hier haben. Definitiv. Für das komplette Programm. Darf ich dir den geben? Ja, sehr gerne. Den räume ich weg, weil die Wandhalterung haben wir auch noch passenderweise mit dabei. Aber weißt du, deswegen sage ich ja einfach mal den normalen haushaltsüblichen Sauger ersetzen durch so einen Akkuzyklonsauger. Ja. Das ist jetzt die Gelegenheit, einfach einen Step weiter zu gehen. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich möchte das Beste vom Besten haben, dann haben wir hier noch einen weiteren Sauger für Sie, einen weiteren Akkuzyklonsauger, und der überzeugt absolut, was die Saugleistung angeht. 20 Kilopascal Saugleistung schafft dieser Akkuzyklonsauger, und zum Vergleich: die üblichen Staubsauger, also so einen wie ich zum Beispiel habe, haben bis zu 15 Kilopascal, wenn überhaupt, tendenziell eher sogar weniger. Und das ist hieran so toll, ich habe eine wunderbare Saugleistung. Jetzt hatten wir eben gerade schon ein Modell, ein 2-in-1 Modell. Hier haben wir jetzt nicht nur einen super effektiven Sauger und auch Handsauger, das heißt, Sie können einfach den Aufsatz hier wegtun und dann haben Sie den Handsauger, sondern Sie haben auch noch einen Wischaufsatz gratis mit dabei. Und den habe ich hier zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich erste Sahne, dass ich mir so viele Haushaltsgeräte hier sparen kann, weil ich brauche keinen einzelnen Handsauger mehr, ich brauche keinen Staubsauger mehr, ich brauche auch keinen Wischeimer mehr. Weil wenn wir jetzt da drunter schauen, ne, also wir haben hier das Wasser mit drin. Ich nehme mal die Finger weg. Und jetzt, na, so. Zack. Sehen Sie das? Das sind Mikrowaserpads, die sind auch für Sie noch im Lieferumfang enthalten. Und damit können Sie jetzt nicht nur Ihre ganze Wohnung durchsaugen, sondern auch durchwischen. Auch mit so einer wahnsinnig guten Leistung. Also ich glaube mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, kein Mensch kann das so gut hier sauber machen wie unser Akkuzyklonsauger, weil es super effektiv ist, hier mit diesen Wischbewegungen, ne? Also das muss man erstmal nachmachen hier in dieser Effizienz und Effektivität. Ich fasse mal eben zusammen, also saugen, Bodensauger oder Handstaubsauger, wischen natürlich in der Wohnung, egal ob Fliesen, egal ob Laminat, Parkett, PVC und dergleichen. Und sogar noch polieren, das kennen gerade die Parkettbesitzer zu Hause, da geht man ganz gerne mal mit so einer Polierpaste oder was drüber oder ganz einfach mal so, damit der Boden wieder ein bisschen mehr ins Glänzen kommt. Das alles mache ich jetzt hier mal eben locker im Stehen. Ich habe schon Stunden auf meinen Knien verbracht, um irgendwelche blöden Parkettboden wieder mit so einer blöden Paste tatsächlich irgendwie auszupolieren, und ich habe im Schweiße meines Angesichts am letzten Samstag
mal wieder meine Kehrwoche bedient. Ich habe alle zwei Wochen Kehrwoche. Immer dann, wenn die Mülleimer abgeholt werden, muss ich tatsächlich das Treppenhaus putzen. Dem komme ich natürlich, gewissenhaft, wie ich ja bin, komme ich dem natürlich nach. Also einmal die Treppe runter bis zum nächsten Eingang. Das mache ich, bis ich den Eimer da rausgeholt habe, aus der Spüle raus. Dann das Wasser da rein, dann das Spülmittel da rein oder diesen Bodenreiniger da rein. Dann diesen Aufsatz von dem Wischmopp da irgendwie rein. Dann raus mit dem ganzen Gedönse und jede zweite, dritte Treppenstufe immer wieder rein in dieses Schmutzwasser. Da läuft Ihnen die Soße hier einmal den ganzen Ärmel runter. Ja, und dann immer wieder ausfringen und wieder einspannen und so weiter. Die ganze Aktion für so ein paar Treppenstufen dauert also mit Sicherheit eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und ob das Ergebnis dann so zufriedenstellend ist, ich weiß, ich habe noch keine Klagen gehört, aber es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Aufwand. Auch für solche Geschichten könnte ich mir so einen Wischaufsatz hervorragend vorstellen. Da musst du dich nicht dauernd bücken, du musst nicht dauernd einen blöden Eimer schleppen. Ich brauche kein Kabel und gar nichts. Ich gehe da ganz einfach die Treppenstufen rauf und runter, die Zwischenabteilungen und so weiter wische ich auch noch mit aus. Und alles, was ich dann noch machen muss, ist die Fußmatte wieder hinlegen und fertig ist die Angelegenheit. Ja, und jetzt gerade, wo du ansprichst, die übliche Kehrwoche, das ist so eine Verbindlichkeit, die man hat. Zum Glück, ne? Aber im eigenen Haushalt, in den eigenen vier Wänden, wo sich vielleicht niemand so schnell beschwert, da ist es dann schon schwieriger, sich zu motivieren, den Wischeimer rauszuholen und dann im Wischlappen und dann sich zu bemühen. Und das ist das Stichwort. Sie müssen hier keine Mühe aufbringen. Es geht komplett mühelos, entweder zu saugen oder zu wischen und mal ebenso das Auto auszusaugen. Ich kenne das aus meinem Auto auch. Also da sammelt sich schon mal ein bisschen was, weil ich einfach nicht so einen tollen Akkuzyklonsauger habe, mit dem ich mal ebenso rausgehen kann. Der ist übrigens auch sehr leicht. Also wenn ich sage, mal ebenso rausgehen, das ist hier kein Problem. Mal ebenso die Treppe runterzugehen, kein Problem. Leicht, kabellos und mit allen Vorteilen eines Akkuzyklonsaugers. Mit dieser wahnsinnigen Saugleistung hier nochmal, wie gesagt, das absolute Plus, die 20 Kilopascal, die ich mit einer Turbo-Taste hier auch, Sie hören es vielleicht, einfach dazu schalten kann. Und ich liebe es, wenn es platzsparend ist und wenn ich einfach mir verschiedene Haushaltsartikel hier sparen kann. Die Wandhalterung kommt für Sie auch kostenfrei mit dabei oder ist kostenfrei für Sie mit dabei. Können Sie also ganz einfach auch verstauen. Wie ich das hier jetzt zum Beispiel auch mache, einfach einhaken. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen Haushaltsschrank haben oder so, können Sie dann die Tür auch einfach zumachen. Super praktisch. Ja. Schatz, geh mal durch, du weißt ja, wo er ist. Ja, aber jetzt bin ich wieder ganz Mann. Jetzt bin ich ganz Mann. Ihr dürft mich gerne auslachen. Das Ding sieht aus wie eine Weltraumpistole. Ja, da würde selbst ich als Mann wahrscheinlich mit Freuden hingehen, mir das Ding mal eben von der Halterung runterschnappen und mal eben durchsaugen oder mal eben kurz durchwischen. Ganz egal, ob Single, zwei oder drei oder vier Personen Haushalt, das spielt keine Rolle. Ich möchte wetten, das ist auch so ein typischer Männerartikel, wo Männer auch noch Spaß dran haben, mit so einer Weltraumpistole mal eben so im Wohnzimmer mal eben durchzusaugen. Das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Saugen, egal ob Bodensauger oder Handstaubsauger plus Wischaufsatz. Und das für noch nicht mal 180 Euro. Natürlich Porto und Versandkosten frei geliefert. Alles, was Sie brauchen, ist mit dabei. Was Sie nicht brauchen, ist eine Steckdose. Was Sie nicht brauchen, ist ein Staubsaugebeutel oder sonst irgendwas für Geschichten. Alles, was Sie vielleicht noch rankarren müssten, wäre ein bisschen Wasser für den Wischaufsatz. Aber ich halte das ohne weiteres für zumutbar. Sogar die entsprechenden Aufsätze sind mit dabei. Wenn ich mir jetzt hier so umgucke, ich habe anmoderiert, indem ich gesagt habe, wie sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Hat sich mittlerweile zumindest, was den Boden betrifft, gelegt. Ich finde das gerade auch auf dem Teppich super. Du siehst diese Straßen jetzt hier, der sieht sauber aus, er sieht ordentlich aus. Die Krümel vom Sofa sind weg, so darf das bitte bodenmäßig aussehen. Die Ecken sind auch noch sauber ausgereinigt. Jetzt sind das aber nicht die einzigen Flächen, die gelegentlich mal schmutzig werden zu Hause. Gerade im Moment, ja, morgens regnet es, nachmittags scheint die Sonne und am späten Nachmittag kommt die Schneeregenschauer. Und alle zwei Tage habe ich das Bedürfnis, zu Hause mal wieder die Fenster auszureinigen. Es bleibt nicht aus. Es ist eine Sisyphusarbeit. Ja, ich mache das. So oft? Ich bin nicht jeden zweiten Tag, aber ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch. Aber ganz ehrlich, ich finde es anstrengend. Ich stehe jedes Mal im Schweiße meines Angesichts und ich möchte gar nicht wissen, wie das für ältere Menschen ist oder Menschen mit körperlichen Gebrechen. Ich will gar nicht wissen, wie das mit dem Wintergarten funktionieren soll oder sonst was für Geschichten. Da haben sich unsere Fensterputzroboter als absolute Paradelösung herauskristallisiert. Ich weigere mich, den Begriff Fensterputzroboter zu nennen. Ich bin der Meinung, das sind Roboter für alle glatten Flächen zu Hause. Die können ja nicht nur Fenster, Rebecca. Die können nicht nur Fenster, sondern tatsächlich
tatsächlich alle glatten Oberflächen. Und jetzt denken Sie oder stellen Sie sich mal Ihre Wohnung vor oder gehen Sie mal durch, was Sie alles für glatte Oberflächen haben, die Sie nicht so gerne putzen. Das wären zum einen die Fenster, das wären vielleicht aber auch die Fliesen im Bad, in der Küche, die Glastüren beispielsweise oder die Glasduschkabine. All das macht Ihr Fensterputzroboter für Sie sauber. Das ist die Technik von heute, die uns sowas ermöglicht. Und das sollten Sie definitiv sich zunutze machen. Denn der macht Ihnen diese lästige Arbeit, nimmt Ihnen die lästige Arbeit ab und macht es Ihnen sehr einfach. Also, dass es so einfach sein kann, Fenster zu putzen, hätte ich mir vor diesem Gerät hier nicht vorstellen können. Und das zeige ich Ihnen jetzt direkt mal. Bin ich wieder ganz Mann. Ich mache es mir gemütlich und schau mir das Spektakel mal an. Ich geselle mich gleich zu dir. Gerne. Und guck mal, es geht auch in Sekunden schneller. Dann bin ich schon bei dir auf dem Sofa. Und mein Fenster wird hier von selber geputzt. So, jetzt geht er los. Und jetzt setze ich mich zu dir, Carsten. Und jetzt kann man ein schönes Schwätzchen halten. Ja, ne? Komm, einen Kaffee dazu, ein Stück Kuchen dabei. Ja, und Sie müssen nichts weiter tun. Das ist hier wirklich fantastisch, fast schon magisch, überhaupt magisch, dass sich dieser Fensterputzroboter an einem vertikalen Fenster entlang bewegen kann. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wie funktioniert das? Der hat einen Unterdrucksensor. Das heißt, per Luftdruck saugt er sich hier sozusagen fast schon fest an diesem Fenster und schafft es so, auch kleinere Unebenheiten auszugleichen, wenn man jetzt zum Beispiel an die Fliesenflächen denkt. Oder gekachelte Flächen. Ja, die Fugen dazwischen, das macht ihm nichts aus. Das gleicht er aus vom Druck her, genau, oder? Genau, dafür sind diese Drucksensoren da. Und das ist hier wunderbar, dass ich nicht nur einen Fensterputzroboter habe, den ich ansetze und dann wischt er das Fenster den lieben langen Tag irgendwie, sondern es ist ein automatischer, intelligenter Fensterputzroboter. Das heißt, dieser Fensterputzroboter checkt quasi das gesamte Fenster ab, also versteht, wie die Fenster beschaffen sind und hat auch eine sogenannte Auto-Finish-Funktion. Das heißt, ich muss nicht mal darauf achten, dass er irgendwann seine Arbeit niederlegt, wenn das Fenster fertig geputzt ist, sondern er sagt mir Bescheid, wenn er das Fenster fertig hat und legt dann einfach von selbst die Arbeit nieder. Unglaublich intelligent, dieser Fensterputzroboter. Und schau mal hier, wie er perfekt auch in die Kanten reingeht. Also hier bleibt keine Stelle ungeputzt. Und sogar für die Sprühmittel, fürs Sprühmittel ist hier auch gesorgt. Ganz von alleine, sehen Sie es hier, wird das Fenster besprüht, mit Feuchtigkeit benetzt. Und dann wischt er hier direkt mit diesem Mikrofaserpad, was sich auf der anderen Seite befindet, wischt er dann direkt drüber. Können wir uns hier auch nochmal... aus der Ecke wieder rauszieht. Faszinierend. Und ich glaube, genau das kennen Sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen, die uns gerade zuschauen, ähnlich wie wir auch diese Mikrofasertücher in der Küche. Mhm. Ich habe sie heute Morgen noch für die Gläser vom Wochenende verwendet. Die so leicht nebelfeucht, da kriegst du die Gläser hier eher so, also strahlend sauber mit. Und genau diese Technik machen wir uns hier bei unserem Fensterputzroboter zunutze. Da kommt natürlich noch das Sprühen dazu. Das heißt, wir haben hier Reinigungsflüssigkeit perfekt aufeinander abgestimmt. Herstellerqualität von einem der wohl versiertesten Hersteller überhaupt weltweit, von der Firma Hobart, perfekt aufeinander abgestimmt. Da kommt diese Sensortechnik von dem Roboter noch mit dazu, der den Druck perfekt ausregelt. Mikrofaser, Reinigungsflüssigkeit, das alles. Also wenn der fertig ist, sind die Fenster ausgereinigt. So, als wenn es der Profi selber gemacht hätte. Nur das natürlich, obwohl man hier ganz entspannt sitzt und ein Schwätzchen dazu hält. Ein bisschen Zubehör ist auch noch mit dabei. Das heißt, wir haben nicht nur ein Mikrofaserpad, wir haben insgesamt, glaube ich, drei dabei. Ne? Insgesamt drei Mikrofaserpads, die Sie übrigens auch problemlos in die Waschmaschine stecken können, also jederzeit auch noch mal waschen können. Sie haben die Reinigungsflüssigkeit mit dabei, ein Absturzseil für alle Fälle, was Sie noch als zusätzliche Sicherung anbringen können. Und die Reinigungsflüssigkeit hat es schon genannt, ne? Ja, die Reinigungsflüssigkeit war doppelt, die müssen wir einmal abziehen, würde Hans Rosenthal jetzt sagen. Aber es ist trotzdem... Also, ja, also aber ein trotzdem, Fläschchen trotzdem haben Sie mit dabei. Ja. Und Anne hat ja genau diesen Fensterputzroboter ja auch, unsere Kollegin. Ne? Und die will den auch gar nicht mehr hergeben, hat sie gesagt. Und sie hat uns auch erzählt, die Reinigungsflüssigkeit hält auch schon gut lange, ne? Weil das hier perfekt dosiert ist. Sie sehen es hier nochmal, die Sprühfunktion. Perfekt abgestimmt auf Ihre Fensterfläche und dann geht er hier schön seiner Wege und macht das komplette Fenster wie von Geisterhand sauber. Ich finde das ja bei den kleinen Fenstern ja schon großartig, Standardfenstergröße behaupte ich jetzt mal. Aber gerade bei diesen bodentiefen Fenstern, diese Balkontüren, diese Terrassentüren, diese großen Spiegel, so wie hier im Badezimmer,
hat man natürlich auch, oder diese Wintergärten und dergleichen, von innen und von außen, das ist ja wirklich eine richtige Krux. Von innen geht das ja noch, das muss ja nicht einmal die Woche passieren, aber von außen, bei dem Wetter hast du dauernd die Grenze drauf, dann fliegt der nächste Vogel im Sturzflug drüber, hinterlässt seine Machenschaften und, plus den Staub. Warte mal ab, wenn wir jetzt in 2-3 Monaten wieder Sahara-Winde kriegen oder hier diese gelben Fussel da von diesen Rapsfeldern und so weiter. Ich glaube, das kennt jeder, ja. Die haben wir auf dem Auto, die haben wir auf den Scheiben, Wahnsinn. Hier in der Küche, im Badezimmer, für die Haarspray-Benutzer, bin ja auch so einer, ja, die ganzen Dämpfe in der Küche und so weiter. Es bleibt tatsächlich immer wieder mal was hängen. Das kann man jetzt ganz einfach machen lassen. Maschine draufsetzen, auf den Knopf drücken, alles andere passiert von selber. Der meldet sich, wenn er fertig ist. Ja? Mhm. Ich finde das hervorragend. Wie die Heinzelmännchen. Meine Mutter hat früher mal gesagt, wenn die Heinzelmännchen jetzt kommen würden und würden sagen, so, fertig. Das geht mit diesem Fensterputzroboter. Wir haben hier noch ein weiteres Modell für Sie mitgebracht, das Nachfolgermodell, also das neueste Modell, was es aktuell gibt von Hobot. Und vielleicht erkennen Sie jetzt schon hier die Weiterentwicklung, die offensichtlichste Weiterentwicklung, abgesehen davon, dass die Technik natürlich auch noch mal auf ein höheres Level gehoben worden ist, ist, dass wir jetzt nicht mehr nur einseitige Sprühmitteltanks haben, sondern auf beiden Seiten, also eine duale Sprühfunktion, die jetzt noch effektiver wischt, weil von beiden Seiten hier gesprüht wird und auch gewischt. Und das möchte ich Ihnen direkt zeigen. Das ist ja ein Spektakel immer von zwei Seiten, aber das macht ihn tatsächlich schneller. Das macht ihn schneller und viel, viel effektiver. Ich zeige es Ihnen jetzt auch noch mal. Wir haben hier noch eine schräge, ich zeige es Ihnen mal direkt von hinten, weil hätten Sie das gedacht, dass der das hier schaffen könnte? Über Kopf in der Dachschräge? Putzen, gar kein Problem. Wenn ich das machen muss, tut mir das Kreuz weh, ne? Wenn ich so über der Scheibe hänge. Das ist es eben, ne? Also es ist einfach so unglaublich anstrengend, Fenster zu putzen. Und vielleicht teilen Sie sich das aktuell in Etappen auf, weil es einfach anders viel zu anstrengend ist, viel zu viel Zeitaufwand. Das müssen Sie aber jetzt nicht selber leisten, sondern das leistet Ihr neuer Fensterputzroboter für Sie. Und Sie sehen hier auch problemlos, was die Kante betrifft, ne? Vielleicht haben Sie sich schon überlegt, wieso übersteigt er denn diese Kante nicht? Also ich muss da gar nicht mal meine Hände hin, um ihn irgendwie davor abzuhalten, hier drüber hinauszugehen. Und daran sehen Sie noch mal, wie ausgeklügelt diese Technik ist. Wir haben hier 4 Lasersensoren eingearbeitet, die perfekt, da, genau, da, die sind das, richtig. Da und da. Sockt er mir ab. Richtig. Und damit erfasst er die Fensterfläche. Ganz egal, ob das jetzt ein Fenster mit Rahmen ist, ob das jetzt beispielsweise eine Duschkabine ist. Und hier sehen Sie die gute Technik. Das sind diese Silikonabspritzungen vorne an der Seite, um die Ränder zu markieren. Also selbst das kann er ab. Manchmal hat man eben schon mal, wenn man so ein Silikon einspritzt, Sie kennen das, es gibt diese Kunststoffabzieher und so weiter, aber trotzdem ist diese Kante dann doch ein bisschen uneben. Mhm. Das würde aber nicht gleichzeitig bedeuten, dass der Fensterputzroboter gerade in dem Moment ausgehebelt wird und quasi runterfällt. Nein, selbst das erkennt er, regelt dann entsprechend den Druck drauf und fährt ganz einfach über die Kante drüber. Wenn danach nichts mehr kommt, so wie hier, ändert er ganz einfach die Fahrtrichtung. Ich finde, das ist modernste Technik. Und wenn man sich überlegt, dass die Firma Hobot vor ungefähr 10 Jahren angefangen hat, als kleines Startup mit 3 Mann in Jeans und Sweatshirt, in der berühmten Garage, wie man immer so schön sagt, und mittlerweile international agiert. Und da muss man ganz klar dazu sagen, die machen also 5 Tage die Woche, in 4 Wochen überhaupt nichts anderes im Monat, um sich nur mit solchen Geschichten zu beschäftigen. Haushaltsroboter, Reinigungsroboter und so weiter. Und da kommt in 10 Jahren eine ganze Menge Know-how zusammen. Das ist also wirklich schon Spitzenklasse, was wir hier anbieten dürfen. Wir sind sehr stolz auf die Kooperation. Wenn ich mir solche Fensterputzroboter mal im Fachhandel anschaue, und Hobot ist ja nun nicht der einzige Anbieter, der solche Geräte auf dem Markt hat, bin ich bei Preisen, ich habe es mir extra mal notiert, 600, 700, 800 Euro. Ich habe auch schon welche für weit über 1000 gesehen. Da ist das natürlich mal eine ganz interessante Angelegenheit, denn wir sprechen von noch nicht mal 430 Euro. Einmal angeschafft, und da habe ich ja viele Jahre Freude dran. Sehr viele Jahre Freude dran, weil Sie hier zum Beispiel auch einen bürstenlosen Motor mit drin haben. Bürstenloser Motor steht für Langlebigkeit, ist wartungsarm. Und dann haben Sie wirklich lange hier von Ihrem Hobot Fensterputzroboter. Das ist eine Investition für die nächsten Jahre. Es ist auch eine Investition für Sie persönlich, weil Sie selber nicht mehr Fenster putzen müssen. Sie müssen sich dieser Anstrengung nicht mehr aussetzen. Und das finde ich immer so schlimm. Weißt du, wenn du siehst, okay, die Fenster, die sind schon wieder putzbedürftig. Und
dann hast du die Belastung, oder mir geht es zumindest so, das belastet mich eine ganze Weile, bis ich mich dann irgendwann dazu aufraffe, es tatsächlich mal zu tun, wenn überhaupt. Diese Belastung haben sie nicht mehr, weil sie ganz einfach hier ihren Fensterputzroboter ansetzen und er erledigt die Arbeit für sie. Sie müssen auf nichts achten. Alles macht er hier von selber, sogar mit dieser Sprühfunktion von beiden Seiten. Beste Technik, die wir Ihnen hier anbieten können. Und gerade hier für solche großen Fensterflächen, ne, das ist ja ein Horror. Das ist ja, zwar super schön, ne? Hätte ich auch gern so eine Raum und so eine Fensterfläche, keine Frage. Nur putzen möchte ich sie nicht. Das ist es halt eben, ne? Also ich finde auch helle Wohnungen sehr, sehr schön. Vielleicht haben Sie sich auch für solche großen Fensterflächen entschieden. Dann ist es hier ideal, sich den Fensterputzroboter zu gönnen, denn das können Sie wirklich tun, weil Sie können die Zeit ja auch viel sinnvoller nutzen. Was kann ich alles in der Zeit machen, wo ich normalerweise Fenster selber putzen würde, mit Mühe und Not? Also viele Gewerbetreibende, hier zum Beispiel Schaufenster sehen wir hier gerade, greifen hier auch zu, weil das ist natürlich, ja, Ralf würde sagen, die Visitenkarte nach außen, nicht nur für uns persönlich, Privatpersonen, sondern gerade, wenn Sie ein Geschäft haben, ne, dann schaut man ja oft durchs Fenster und wenn dann die Fensterfläche nicht perfekt sauber ist, ja, dann wirken die Produkte dahinter vielleicht auch nicht ganz so toll. Deswegen, das ist eine Investition für die nächsten Jahre, damit Sie nicht mehr selber sich bemühen müssen. Also ich glaube, wir haben gerade in den letzten paar Minuten, danke für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin, ganz klar den Beweis erbracht, dass ich recht hatte mit dem, was ich gesagt habe. Es ist ein Fensterputzroboter. So wird er im Allgemeinen genannt, so steht er auch bei uns im System drin und so weiter. Aber es ist de facto tatsächlich eine Reinigungsmaschine für alle glatten Flächen. Ich finde das auf dem Fenster großartig, gerade bei großen Fensterfronten, gerade bei viel Fenster und so weiter, bei allem, was eben so mit Türen und Fenster zu tun hat. Noch viel interessanter finde ich den für mich persönlich, ehrlich gesagt, fürs Badezimmer. Bis ich die Leiter rausgekramt habe, dieses klapprige Alu-Ding, ja, bestimmt auch schon 15 Jahre alt, das ist auch noch gefährlich da oben mit Boden, oder mit Fenster hochgefliesten Räumen und so weiter, bis man da oben ist und alles ausgereinigt hat. Jetzt mal Hand aufs Herz, man lässt es doch jedes zweite Mal gerne bleiben. Da setzen Sie einfach die Maschine drauf, drücken auf Start. Wenn der fertig ist, sagt er Ihnen das und dann ist die nächste Fläche auch schon wieder dran oder Sie packen ihn ganz einfach ein. Das ist Lebensqualität und das wird auch Ihnen bzw. Ihren Angehörigen, die vielleicht auch schon ein bisschen betagter sind, unglaublich viel Erleichterung bringen und das eben einmalig angeschafft. Für viele, viele Jahre. Rebecca zeigt es Ihnen gerade noch mal auf den entsprechenden Fliesenflächen. Und das für knapp 430 Euro. Unser Parademodell hat die ZX7080 und die 569. Wir werfen noch mal einen Blick zurück auf die beiden Zyklonsauger. Sie erinnern sich, damit haben wir angefangen. Der erste ist ja schon eine absolute Wucht, oder? Kabelfrei, beutellos, leicht, leise, leistungsstark. Was kann der eigentlich nicht, Rebecca? Das frage ich mich auch hier an dieser Stelle. Wunderbare Technik, diese Akku-Zyklon-Technik, weil sie Ihnen Bewegungsfreiheit ermöglicht, Flexibilität. Sie können das ganze Haus quasi in einem Zuge hier reinigen, sauber machen. Krümel werden hier effektiv eingesaugt, auch mit dieser Bürste, die unterstützend für Sie dabei ist, auch für Teppiche ideal, weil Sie so noch mal so richtig die Fasern in Schwung bringen können. Die LED-Leuchte sehen Sie auch gerade, ist auch mit dabei, damit Sie auch immer unterm Sofa beispielsweise sehen, was sich da noch verbirgt, was Sie einsaugen können mit Ihrem effektiven Akku-Zyklonsauger. Finde ich hier ein super Modell, um den üblichen Haushaltsstaubsauger zu ersetzen. Für noch nicht mal 86 Euro einen Boden- und einen Handstaubsauger ohne Kabel, beutellos, mit allem Zip und Zap, natürlich großartig. Aber der eine oder andere wird wahrscheinlich auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass wir ein weiteres Modell haben, was eben nicht nur als Bodensauger oder Handsauger für Polstermöbel, fürs Auto und dergleichen hervorragend geeignet ist, sondern der also darüber hinaus auch noch diesen Wischaufsatz hat. Mhm. Und genau dieses Modell liegt momentan in der Gunst unserer Kunden ganz weit oben. Weiß ich, ob es die Kehrwoche war, ob es die glatten Flächen zu Hause sind, ob es der schmuddelige Fliesenboden in der Küche oder im Badezimmer ist. Aber das ist natürlich echt easy. Ja, du stehst da so, also mal eben so nebenher. Ja, das ist es halt einfach. Ne? Es macht es Ihnen leicht, ist übrigens auch ein leichtes Gerät. Damit einfach mal flott sauber machen, auch kleine Malheure. Ne? Der Staubsauger ist direkt griffbereit mit der Wandhalterung, die für Sie mit dabei ist. HEPA-Filter haben Sie mit drin, gerade für Allergiker. Super, super wichtig. Und der absolute Hit hieran ist die Saugleistung mit 20 Kilopascal. Geil. Nochmal zum Vergleich. Ja. Also
übliche Haushaltsstaubsauger haben in der Regel so maximal 15 Kilopascal. Also hier eine so wahnsinnig gute Leistung, wischen und saugen in einem. So, das sieht ja noch richtig gut aus. Das hat nur Weltraumpistole. Ja, gehst du wie so ein Kampfstein Galactica Krieger, gehst du mit dem Staubsauger durchs Wohnzimmer und sorgst dafür, dass alles sauber ist. Ja, genau. Ja. Liebe Zuschauer, auch den finde ich preislich sehr attraktiv. Wenn ich überlege, was ich für meinen klobigen Staubsauger mit dem kurzen Kabel bezahlt habe, sind wir hier mit 180 Euro super dabei. Natürlich Porto und Versandkosten frei geliefert. Denken Sie mir bitte auch noch an die beiden Fensterputzroboter, die Reiniger für glatte Flächen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Reinigen zu Hause.